j'annonce l'ouverture de l'audience du premier tribunal populaire. Hiermit erkläre ich das Volksgericht für eröffnet. Je rappelle que 8 personnes ont trouvé la mort le 5 novembre 2018 rue d'Aubagne. Ich erinnere daran, dass am 5. November 2018 in der Rue d'Aubagne 8 Menschen ums Leben gekommen sind. Diese 8 Toten. Sie waren meine Nachbarn. Sie wohnten circa 500 Meter von mir entfernt. Um ihrer zu gedenken, ziehe ich gemeinsam mit mehreren hundert Marseillern an einem frühen Dezembermorgen vor das Rathaus. Hinter uns der malerische alte Hafen. Vor uns das prächtige Staatsgebäude mit französischer Fahne. 8 Pappsärge mit den Namen der Toten werden davor aufgestellt. Simonat. Marseille, drittes Haus eingestürzt. Nias. Verzweifelte Suche nach Vermissten geht weiter. Julien. Abgeordneter, vermietete Wohnung in eingestürztem Gebäude. Sherif. Einsatzkräfte bergen erste Leiche. Ouloumé. Stadt Marseille, Eigentümer von eingestürztem Gebäude. Polizei führt Durchsuchungen im Rathaus durch. Marie-Emmanuelle. 8000 Demonstranten bei Gedenkmarsch. Fabien. Verwaltung in der Kritik. Proteste gegen Wohnungspolitik. Taher. Nach 8 Toten in Marseille. Rücktritt des Bürgermeisters gefordert. Jean-Claude Godin a annoncé hier par votre communiqué de presse. Quel scandale! Godin, démission! Godin, démission! Nous sommes tous des enfants de Marseille! Ils nous ont méprisés! Nous sommes tous des enfants de Marseille! Et abandonnés! Nous sommes tous des enfants de Marseille! J'accuse enfin le maire de Marseille! Im Dezember 2018, einen Monat nach dem Einsturz der Häuser, hätte die erste Stadtratssitzung nach der Tragödie stattfinden sollen. Doch der Bürgermeister Jean-Claude Godin, im Amt seit 23 Jahren, sagte sie am Vortag ab. Die Leute sind sauer. Sie stellen die Stadtverwaltung in einem symbolischen Prozess vor Gericht. Sie unterstellen den Machthabenden, die Situation ausnutzen zu wollen, um die einkommensschwache Bevölkerung aus dem Zentrum zu vertreiben. Nous on crève! Moi je crève! Ah, je veux bien, ouais. Ich treffe Sophie und Alexander in ihrem Hotelzimmer. Die junge Studentin und ihr kubanischer Ehemann wohnten in einem der eingestürzten Gebäude im 5. Stock. Die beiden haben so gut wie alles, was sie besaßen, verloren. Überlebt haben sie, weil sie zum Zeitpunkt des Einsturzes nicht zu Hause waren. Sophie hat davon durch eine Nachbarin erfahren. Sie wusste nicht, dass ich bei meinen Eltern bin. Sie dachte, ich sei tot. Sie rief mich also völlig in Panik an. Und als ich ranging, war sie erleichtert. Sie sagte mir, unser Haus ist eingestürzt. Ich dachte, das sei ein Witz. Seit ich dort wohnte, machten wir ständig Witze darüber, dass das Haus irgendwann einstürzen würde. Es befand sich in einem desaströsen Zustand. Selbst als sie mit super ernster Stimme sagte, nein, das ist kein Witz, dachte ich bei mir, es ist dasselbe wie immer. Irgendwas Kleines, eine eingestürzte Mauer oder so. Dann evakuieren sie uns wieder und das war's. Aber als ich aufgelegt hatte, habe ich im Internet nach Einsturz Marseille gesucht. Und dann habe ich das Loch gesehen. Da waren nicht mal Mauerreste, einfach nur ein riesiges Loch.
Le 5 novembre, je suis arrivé au travail. Ma garde commence à 8h45. Am 5. November kam ich um 8.45 Uhr zur Arbeit. Donc je faisais la passation avec l'officier de garde de la veille. Wir machten gerade die Übergabe mit dem wachhabenden Offizier vom Vortag. Et au milieu de cette passation de consigne, on a l'officier qui est en gestion. Mitten in der Übergabe ruft mich der Kollege aus der Notrufzentrale an und sagt: Komm, wir haben einen Einsatz. Viens, on a une intervention qui est en cours. Per Videoübertragung konnte ich dann die zusammengestürzten Gebäude sehen. Ben juste les immeubles qui sont effondrés. Das war morgens um 9. Il était 9h, je crois. Moi, je suis le commandant Guillaume. Ich bin der Kommandant Guillaume. Au marin-pompier de Marseille. Ich leite den technischen Rettungsdienst der Marseiller Feuerwehr und bin spezialisiert auf besondere Risiken. Et je m'occupe de tout ce qui est risque particulier. Meine Abteilung ist zuständig, sobald die klassischen Möglichkeiten der Feuerwehr an ihre Grenzen kommen. Arrive à leur limite, on engage les sections opérationnelles spécialisées. Mon appartement, ils l'ont mis en location dans un état insalubre, vraiment. Als ich eingezogen bin, befand sich meine Wohnung in einem katastrophalen Zustand. Keine Heizung, verkohlter PVC-Boden, Fenster, die man nicht schließen konnte. Ich habe 2,5 Jahre lang alles selbst renoviert und etwas echt Schönes daraus gemacht. Ich zahlte 330 Euro. Aber außer mir und meiner Flurnachbarin zahlten alle viel mehr. Bis zu 600 Euro für Einzimmerwohnungen, die nicht wirklich größer waren als meine. En arrivant sur les lieux, ce que je constate, une rue, plein d'immeubles collés les uns aux autres. Vor Ort bietet sich mir folgender Anblick. Et puis, d'un coup, un trou béant. Eine Straße mit 20, 30 aneinander gebauten Häusern. Und dann ein riesiges Loch, da wo die zwei Gebäude eingestürzt sind. Ce qui risque d'encore tomber. Je m'aperçois que mein Blick fällt sofort auf die beiden Nachbarhäuser. Es besteht das Risiko, dass diese auch einstürzen. Qui présente un peu les mêmes symptômes. Donc déjà je ich erweitere also den Sperrbereich und wir fangen an, die ganze Straße zu evakuieren. Toute la rue d'Aubagne. Déjà, faut savoir qu'il y a environ un an, il y avait déjà eu un Vor einem Jahr gab es schon einmal ein heftiges Problem. Der Boden des ersten Stocks war teils eingebrochen und man konnte aus dem Treppenhaus in das Badezimmer einer Wohnung sehen. Et on voyait la salle de bain de la dame. Unser Gebäude wurde einen Tag lang gesperrt, um das zuzukleistern. Es war also nicht das erste Mal, dass die Feuerwehr zu uns nach Hause kam. On va dire qu'on était habitué à voir les pompiers chez nous. On commence à mettre en œuvre les premières équipes, donc des sauveteurs, des blayeurs. Wir schicken die ersten Such- und Rettungsteams los. Une grue de 60 tonnes. Speziell ausgebildete le Hunde. Premier jour, einen 60-Tonnen-Kran. On va mettre plus de 150 marins. Am ersten Tag arbeiten bis zu 150 Feuerwehrmänner gleichzeitig. Ensuite, ce qui a commencé à se dégrader. Als nächstes hat sich der Zustand der Außenwand im Treppenhaus akut verschlechtert. Als ich am 15. Oktober morgens aufstand, waren lauter Risse in der Mauer. Wir haben sofort die Hausverwaltung angerufen. Die haben aber nicht gleich reagiert. Am 18. kam dann die Feuerwehr. Die haben das Gebäude per Drehleiter mit Rettungskorb evakuiert und erklärt, dass sich die Mauern bewegen und deshalb das Treppenhaus nicht mehr betreten werden darf. Nach 2 bis 3 Stunden kam ein Sicherheitsexperte der Stadt, hat vom Rettungskorb aus ein paar Fotos gemacht und gesagt, alle können wieder rein. Von da an machte sich Panik in unserem Haus breit. Immer mehr Wohnungstüren ließen sich nicht mehr schließen. Das fing bei einem Nachbarn an, dann bei einem zweiten. Morgens wurde man von lauten Fußtritten geweckt. Anders bekamen die Nachbarn ihre Türen nicht mehr auf und zu. Wir haben also die Hausverwaltung und die Vermieter informiert. Die Nachbarin unter mir konnte dabei zuschauen, wie Risse in ihren Wänden auftauchten. Effectivement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit en tremblement de terre ou en cyclone. Das Szenario kommt dem eines Erdbebens oder eines Wirbelsturms sehr nah. Ça se passe à l'étranger sur des zones. Wir sind für die Rettung von Menschenleben in Zonen mit großer Erdbebengefahr ausgebildet. Das heißt, wir werden meist im Ausland eingesetzt, wo es Bauten gibt, die häufig nicht erdbebensicher sind. Enfin, c'est des endroits où on passe tous les jours. Aber hier, mitten in Marseille.
Es könnte sein, dass wir Leute kennen. À connaître des gens. Là, ce qui est différent, vor allem dürfte hier eigentlich nichts einstürzen. Des constructions qui tiennent. Tout ça jusqu'au vendredi. Le vendredi, c'est la porte d'entrée elle-même qui ne ferme plus. Als nächstes schloss auch die Haustür nicht mehr. Über dem Eingang waren Glaskacheln, die Tageslicht hereinließen. Während ich mit meiner Flurnachbarin Marie davor stand, weil wir über die Tür sprachen, sahen wir, wie diese Kacheln Risse bekamen und es Glassplitter auf uns regnete. Gegen 17.30 Uhr riefen wir die Hausverwaltung an und beschrieben das Problem. Sie reagierten sehr herablassend. Die waren genervt von uns, weil wir seit dem 18. Oktober mehrmals nachgefragt hatten, ob unser Gebäude nicht doch evakuiert werden müsste. Die Antwort war nein. Mir ist sofort klar, dass die Rettungsarbeiten mindestens eine Woche in Anspruch nehmen werden. Jour et nuit, hein. On s'arrête pas, puisqu'en fait, ça reste juste une course contre la montre. Wir arbeiten Après, Tag und Nacht im Wettlauf mit der Zeit. Dann kommt auch noch der Regen hinzu. Dass sich um Baustrukturen mit viel Sand handelt, verklebt alles. Und die Bergung der Opfer wird stark behindert durch die schwierigen Arbeitsbedingungen. Et à la difficulté des secouristes de travailler dans de bonnes conditions. Pour l'instant, ma porte d'entrée n'avait pas été encore soumise à ce même phénomène-là. Zwei Tage später komme ich nach Hause und kriege meine Wohnungstür kaum mehr auf. Der Rahmen hatte sich völlig verzogen. Das ging alles so schnell. Mein Mann war nicht da und ich war sicher, wenn ich zu Hause bleibe, komme ich morgen nicht mehr aus meiner Wohnung raus. Da habe ich entschieden, bei meinen Eltern zu übernachten. Im Laufe des Tages fallen Mauerstücke von den angrenzenden Gebäuden ab. Gegen 17 Uhr werden die Bewegungen so stark, dass ich meinen Leuten befehle, sich zurückzuziehen. 20 Minuten später stürzt das dritte Gebäude ein. Mein Mann Alex kommt aus Kuba und dort kommt es durchaus vor, dass Gebäude einstürzen. Er sagte mir immer wieder, dass das hier auch der Fall sein wird. Und ich antwortete ihm, Alex, wir sind in Frankreich, glaub mir, hier passiert sowas auf gar keinen Fall. Niemals. Ce type d'effondrement malheureusement laisse pas toujours beaucoup de chances de survie, mais on trouve. Bei so einem Einsturz gibt es nicht viele Überlebenschancen. Aber manchmal fallen die Trümmer so übereinander, dass Schutzräume entstehen durch Balken oder Treppenhäuser. Ça permet d'avoir des endroits où les gens auraient pu être protégés par des poutres, des cages d'escalier. Wir fanden solche Räume. Et on arrivait à retrouver des endroits comme ça. Aber leider waren die Menschen darin jedes Mal tot. Les personnes qu'on a retrouvées étaient décédées. Mehrere Personen haben bei der Arbeit oder ihren Eltern angerufen und gesagt, dass sie eingesperrt sind. Vor dem Einsturz. Sie kamen nicht raus, weil sie ihre Wohnungstüren nicht aufbekamen. Nach dem Einsturz gab es keinen Kontakt mehr. Aber ich denke schon, dass nicht alle sofort tot waren. Dass manche erst Stunden später oder am nächsten Tag gestorben sind. Das erste Opfer haben wir am nächsten Tag, am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr gefunden. Im Laufe des Tages konnten wir noch weitere Leichen bergen. Am Mittwoch bauten wir das Dach und die oberen drei Stockwerke des direkt angrenzenden Gebäudes ab, da die Suche nach den restlichen Opfern sonst zu riskant geworden wäre. Von den Nachbarhäusern fielen Mauer und Dachstücke auf uns herab. Et ce jusqu'au samedi. Am Samstag hatten wir dann die Leichen aller Vermissten gefunden und alle Trümmer durchsucht. Nach Gebäudeeinsturz. Zahl der Evakuierten in Marseille steigend. 310 Gebäude geräumt. Tränengaswolke bei Demonstrationen für menschenwürdiges Wohnen. Heftige Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstrierenden. Privatinvestor versucht, baufällige Gebäude aufzukaufen. Nach Häusereinsturz. Familien alleingelassen und in akuter Not. Marseille. 8 Tote.
2528 evakuierte. Die Stadt Marseille reagierte auf die Katastrophe mit der Räumung von baufälligen Gebäuden im gesamten Stadtgebiet. Noch im November wurden mehr als 1000 Menschen evakuiert. Im Januar 2019 waren es schon doppelt so viele. Das Ziel ist, keine weiteren Menschenleben zu gefährden. Dennoch steigt die Wut der Marseiller. Mehr und mehr kommt ans Licht, in welch beträchtlichem Umfang die Stadt eigene Gebäude leerstehen und verfallen lässt oder zu Dumpingpreisen an Privatinvestoren weiterverkauft. Eine Studie im Auftrag des französischen Staates von 2015 besagt, dass 49% der Bauwerke in Noailles, dem Viertel des Häusereinsturzes, akut baufällig sind. Eine Sanierungspflicht wie in Deutschland gibt es auch in Frankreich. Die Stadt Marseille kann Eigentümer dazu zwingen, notwendige Renovierungsarbeiten durchzuführen. Tat das aber bisher kaum. Auch das städtische Budget, das für die Renovierung von baufälligem Wohnraum auf Staatskosten zur Verfügung steht, wurde kaum angerührt. Doch Vereine und Bürgerbewegungen tun sich zusammen, organisieren Solidaritätsveranstaltungen und Protestmärsche. Assassin wird gerufen, Mörder und on n'oublie pas, on pardonne pas. Wir vergessen nicht, wir vergeben nicht. Die Hauptforderung der Demonstranten: Requisition, die Beschlagnahmung von leerstehendem Wohnraum. Obwohl die Demonstrationen überwiegend friedlich verlaufen, kommt es, vor allem anfangs, zu Polizeigewalt. Am Rand einer Demonstration trifft eine Tränengasgranate Sinep Redouane im Gesicht. Eine 80-jährige Frau, die im vierten Stock ihres Wohnhauses gerade ihre Fensterläden schließt, um sich vor der tränengasgeladenen Luft zu schützen. Sie stirbt einen Tag später im Krankenhaus. Vier Monate nach dem Häusereinsturz besuche ich Maël und Emilie. Das junge Paar wohnte mit ihrer 9 Monate alten Tochter Lenaïque in der Rue d'Aubagne 69, in dem Gebäude, das während der Bergungsarbeiten von den Feuerwehrleuten abgebaut wurde. Wir wurden wie alle anderen erstmal ins Hotel geschickt. Dann wurde uns klar, dass die Kosten nur für Mieter übernommen werden. Wir sind Eigentümer. Emilie hat die Wohnung vor 2 Jahren gekauft. Wir haben einen Kredit über 20 Jahre Laufzeit. Wir fanden heraus, dass die Versicherungen bzw. die Stadt selbst die Hotelkosten von uns zurückfordern können. Also haben wir bei Freunden, Kollegen und Familie übernachtet. Als ich Maël zum ersten Mal treffe, kommt er gerade von der Besichtigung der Übergangswohnung, in der sie inzwischen wohnen. Er wirkt gehetzt, muss gleich wieder weiter, will nicht mal die Jacke ausziehen, nichts trinken, ein Getriebener. Nun besuche ich die Familie in der neuen Bleibe. Die Wohnung ist teilmöbliert und wird von der Stadt finanziert. Viele Taschen stehen herum, mit Kleidung und Gegenständen, die man ihnen geschenkt hat. Ein paar Möbel haben sie dazu gekauft, damit es sich etwas persönlicher anfühlt. Aber eine Dauerlösung ist das hier nicht. Bleiben dürfen sie maximal 1 Jahr. Eine Zeitspanne, die auf keinen Fall reichen wird, um ihre Situation zu klären. Wie alle Mieter oder Eigentümer in Frankreich haben wir eine Wohnraumversicherung. Von der haben wir 1000 Euro Soforthilfe bekommen. Aber für den Rest wollen sie nicht aufkommen. Dann ist da noch die Gebäudeversicherung der Eigentümergemeinschaft. Die sagen, wir seien nicht gegen Einsturz versichert. Aber unser Gebäude ist ja gar nicht eingestürzt, sondern wurde von der Feuerwehr abgebaut.
Wir werden uns jetzt an die Versicherungen der Verantwortlichen wenden, also an die Stadt, beziehungsweise an die Eigentümer der eingestürzten Häuser. Doch dafür ist eine juristische Festlegung der Verantwortlichkeiten notwendig. Und das wird sehr lange dauern. Alors les deux immeubles qui se sont effondrés en premier, il y a le numéro 63 et le 65. Als erstes sind die Gebäude mit den Hausnummern 63 und 65 eingestürzt. Die 63 gehörte der Stadt und hatte schon lange kein Dach mehr. Ich weiß nicht, seit wann das Gebäude gesperrt war, aber es gab schon 2008 einen Bericht, der auf den höchst alarmierenden Zustand hinwies. Die 65 gehörte mehreren Privateigentümern. Und die 67, das Haus neben unserem Gebäude, stand auch leer, war gesperrt und stark baufällig. Das Gebäude, in dem wir vor 2 Jahren unsere Wohnung gekauft hatten, gehörte vorher einem einzigen Eigentümer. Für die Umwandlung in Eigentumswohnungen musste ein Gutachten über die Bausubstanz angefertigt werden. An der Fassade wurde etwas bemängelt, aber statisch gesehen hieß es, sei alles in Ordnung. Die Bank, bei der Emilie und Mael ihren Kredit abbezahlen, weigert sich, die Zahlungen auszusetzen, bis eine gerichtliche Klärung vorliegt. Die monatlichen Raten sind also vorerst fällig. Für eine Wohnung, die nicht mehr existiert. Sophie hat inzwischen mit Hilfe der Stadt Marseille eine neue Bleibe gefunden. Nach 3,5 Monaten Wartezeit, in denen sie sich alleingelassen fühlte, allein mit der Angst, den materiellen Sorgen, der Trauer um die toten Nachbarn. Ihre Wut auf die Stadt, die Hausverwaltung und die ehemalige Vermieterin, die weder vor noch nach der Katastrophe Kontakt mit ihr aufgenommen hat, ist nicht verflogen. On était horrifiés, on était hyper tristes et puis on s'est dit que là à partir de maintenant bah on allait devoir Wir waren am Boden zerstört und haben uns gesagt, wir müssen die Tatsachen rekonstruieren, damit die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden. Nie hätte ich gedacht, dass die Zukunft so schwierig werden würde. Dass die Stadt noch nicht einmal eine Gedenkveranstaltung organisiert hat. Ich verstehe einfach nicht, warum das in Marseille nicht möglich ist. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Opfer und der Leidtragenden. Es ist erstaunlich, wieder ein Zuhause zu haben, einen Rückzugsort. Ein Zuhause heißt, seine Nachbarn zu kennen, sich zu grüßen oder auch einzuladen. Alltag und Routine. Seine Tasche am selben Ort abzustellen, wenn man zur Tür reinkommt. Es gibt Sicherheit und hilft dabei, an etwas anderes zu denken. Ja, vraiment, ça sécurise en fait. Et puis ça permet de pouvoir penser à autre chose. Wenn ich alles so gemacht hätte wie immer, wäre ich unter den Trümmern begraben worden. Am Anfang sah ich ständig meine Flurnachbarin Marie vor mir, während des Einsturzes. Inzwischen kommen die Bilder eher nachts. Ich träume, dass ich in meinem Bett liege und das Gebäude, in dem ich mich befinde, einstürzt. Selbst der sicherste Ort kann plötzlich zum Gefängnis werden. Und zu dem Ort, an dem du stirbst. Pour mourir, quoi.